Baldur's Gate 3. Und wir schauen da rein. Komplett, soweit die Beine tragen. Ich bin super gespannt, was uns hier erwartet. Also legen wir direkt los. Neues Spiel. Und wir wählen den Schwierigkeitsgrad ausgeglichen. Nicht ganz so schwierig, aber so ein bisschen Challenge soll es doch schon sein. Und es geht los. Richtiges Rüsseltier, Alter. Nee, ne? Och, nee. Oh nein! Was geht denn ab? Und jetzt bei uns, oder was? Nee! OMG! Nicht dein Ernst! Oh Mann, richtig ekelhaft. Ah, okay, Charaktererstellung. Jetzt wird es wieder wild. Und das kann wieder Stunden dauern. Ah, ich schaue mir das Ganze mal an und dann gucken wir uns den Charakter an. Also wir können vorgefertigte Charaktere spielen, die quasi Teil der Story sind. Oder wir erstellen uns einen eigenen Charakter. Und das muss ja wohl. Wir haben eine große Auswahl an Völkern. Elfen, Tieflinge, Draw, Menschen, Gütjanki, Zwerge, Halbelfen, Halblinge, Gnomen. Drachenblütige und Halborg. Ich kann mir eigentlich mit jeder Klasse einen Charakter vorstellen. Mit jedem Volk geht sofort die Fantasie los, wie man den spielen könnte und in welcher Art und Weise man da reingeht in das Game. Wow, es gibt einfach so coole Klassen und die Animationen sind einfach so mega cool schon. So unterschiedlich und einfach so gut gemacht. Ist das der Hammer? Der Waldläufer. Einfach cool. Also die Art, wie die Charaktere dargestellt sind. Hammer, ey. Richtig, richtig nice, ey. Richtig, richtig cool, ey. Die Mimik dazu. Hammerhart. Ja, ich muss natürlich reingehen in den Schurken. Und was bleibt mir da anderes übrig? Ich habe jetzt einen Gnom. Schurken genommen. Klein, hinterhältig und bin sehr, sehr gespannt. Es ist ein Tiefengnom. Kann im Dunkeln 24 Meter weit gucken. Du bist bei Würfen auf Heimlichkeit im Vorteil.
Also sehr schön hinterhältig. Genau, klasse Schurke, als Straßenkind aufgewachsen mit Fingerfertigkeit und Heimlichkeit. Ja, so sehen die Attribute aus. Und dann gehen wir mal rein. Alter, jetzt geht's weiter. Denn ab. Alter. Es ist so krass gemacht. Ist das der Hammer? Alter. Hammer, 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 hart, ey. Wir hängen da voll mit Schleim. Alter, es sieht so krass aus. Es sieht so krass aus. Wow, okay. Und damit geht's dann wirklich los. And here we are. Und hier sind wir. Hammerhart, ey. Bisschen kurze Beine. Aber ich glaube, das passt. Ja, wir müssen natürlich jetzt erstmal klarkommen und gucken, wie wir hier rauskommen aus diesem... aus diesem Schiff. Da ist also noch jemand drin. Nee, da war jemand drin. Okay.
Was haben wir hier? Ins Becken greifen, Nachforschung. Das ist halt so cool, ne? Das ist halt so cool. Und das liebe ich schon, also komplett. Also das ist das Allergeilste im Game, diese Würfelmechanik. 2+. Gescheitert. Einfach gut. Ist das gut. Mir fällt nichts Besonderes auf. Ins Becken greifen? Komm, ich greif rein. Okay. Ekelhaft. Alter, was liegt denn hier? Ein Gedankenschinder. Alles mitnehmen. Ausgezeichnet. Und irgendwie kann man auch hier hoch. Ja, alles meins. So, wait a minute. Wo sind wir denn jetzt hier? Was haben wir denn hier für ein Ding? Genesung. Ah. Okay, cool. Okay, ich gehe mal vorsichtig weiter. Nein, hier liegt einer. Alter, mach mal keinen Scheiß, ey. Du brauchst doch nicht mehr, Kollege. Gib mir das Geld. Kann ich das angreifen? Das Hirnglas? Oh oh. Ob das so gut war? Muss ich die kaputt machen? Vielleicht sind das die Gläser, die mit einem quatschen. Ätzende Brühe. Oh mein Gott, ich gehe voll kaputt da dran. So, gehen wir mal ein bisschen zur Seite. Durchbohrender Schlag, Schwung. Habe ich nicht irgendeine Fernkampfwaffe? Offensichtlich gerade noch nicht. Reisegepäck, Alchemiebeutel, Schlüsselbund. Okay, ich mach's jetzt mal nicht weiter kaputt, weil ich eben diese Säure schon abgekriegt habe. Oha. Wer bist du denn, Alter? Nee. Nee. Alter, ekelhafter Scheiß. Ihr klingt, als hättet ihr Angst. Warum? Feinde, überall Feinde, okay. Nachforschung, Geschicklichkeit, Stärke, Nachforschung, offene Gehirn untersuchen. Jetzt wird wieder gesucht, gewürfelt. Mindestens 10, 16, 17 sogar. Erfolgreich, jawohl. Schwellung des Gehirns. Heilkunde. Lol.
15 plus 1. Ich bin dein Gehirndoktor. Dein Ernst? You could cripple the strange creature, making it more subservient, should it prove a threat. Das Gehirn verletzen? Alter! Es ist zu wild. Es ist einfach zu wild. Wir haben so eine Connections mit dem Wurm irgendwie im Gehirn. To the helm we go. We are going to the helm. Ist das abgefahren, ey. Ist das abgefahren? Alter, ist das wild. Wow, okay. Das hier ist die aufgerissene Seite von dem organischen Raumschiff. Alter, was ist über uns? Hallo. Aufpassen hier. This is your end. Aufpassen, aufpassen hier. Gemeinsam können wir überleben. Ja, Mann. Together, we might survive. So, komm, dann lass gehen, ey. We can do nothing until we escape. That must be our priority. First, we exterminate. Ja, Mann, wir müssen das komische Ding hier, die Viecher, die Teufelchen kaputt machen. Alter, was geht ab? Was geht denn ab? Oha. Alter, ist das cool oder ist das cool? Was natürlich gerade nicht so cool ist, ich habe halbes Leben. Dadurch, dass ich diese Säurebecken kaputt gehauen habe. Das war vielleicht nicht so smart. Egal, jetzt müssen wir hier ran. Keine Fernkampfwaffe ausgerüstet. Wir fangen mal. Ne, ich bin ja als erster dran. This calls for careful footwork. Breathe deep and move. Erstmal versuchen, mich zu verstecken. So, jetzt ist sie dran. Ne, das Gehirn ist dran. Klauenangriff. Hat 21 Leben. Hat 21 Leben. Wow. Und haut übelst den Schaden raus. Nice. Sturmangriff 4 bis 7. Yes.
Okay, das hilft leider nicht. Zug beenden. Jetzt kommen die anderen Viecher. Oh. Direkt mit dem Feuerangriff. Okay, mit ihm hier haben wir leider jetzt gerade noch nicht so wirklich viel, was wir machen können. Und jetzt das Gehirn wieder. Angriff. Perfekt. Oh, da war eine Armbrust drin. Sehr gut. Vielleicht kann ich ja gleich die Armbrust verwenden und eine kleine Axt. Inventory. Ich hoffe nicht, dass ich auch noch Bolzen brauche. Ich habe immerhin eine Armbrust. Wow, okay, hier haben wir richtig guten Loot. Ich nehme das mal eben alles mit von ihm hier. Gucken wir uns direkt nochmal eben an. Ich habe jetzt hier eine Lederrüstung. Rüstklasse 11. Leichte Robe, Rüstklasse 10. 4 bis 9. 4 bis 9. 4 bis 9. 4 bis 11. Okay, die hat zwar 4 bis 11, aber der Bogen hat dafür, ist dafür schneller. 0,9. Also nehmen wir natürlich den. Weiter geht's. Oha, wo kommen wir hier rein? Oh, da sitzen sie. Nein, nein, passiert schon nichts. Geopferter Kultist. Okay. Klar, wir holen dich da raus. Apparat neben der Kapsel. Nee, nee. Hieb versuchen, nach einem Schalter, Mechanismus suchen. Ah. Ein Hieb versuchen wir nicht. Nachher geht was kaputt. So, wie kriegen wir denn das Ding da auf, ey? Wow, jetzt stehen wir hier voll in der Seuche. Ah, Schloss knacken. 10 brauchen wir mindestens. Wir haben schon eine 14 plus 3 plus plus plus. Bam. Kritisch geöffnet. Sehr schön. Ein Onyx und noch ein bisschen mehr Gold. Okay. Nichts Besonderes. Vielleicht müssen wir da hinten erst was holen. Ich renne einmal hier durch. Oh, ein Schlüssel. Okay. Oha. Was haben wir denn hier? Noch so ein Schalter? As you place your hand on the pod, you hear something. A presence connected to the pod. Okay. The person inside to change. Nee, nee. Alter, ich habe sie komplett mutieren lassen. Ich weiß nicht. Changed at the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate.
Alter, ich war es doch nicht. Versklavter Verstand. Okay. Jetzt ist es da drinnen, ne? Wie abgefahren. Jetzt habe ich die Frau da komplett zu so einem Mind-Dingens verwandelt, ey. So ein Gedankenschinder. Alter, ich gehe jetzt an dieses Ding und hau da drauf ein. Jetzt verwandle ich die nächste. Arkane Kunde. Einsatzkonsole genau betrachten. Komm, gib's mir. Yes. Okay. Also es ist schon irgendwie was anderes als die vorherige. Nee. Kaps mit Willenskraft auf. Okay, komm. Komm. Das muss ich doch hinkriegen. Alter, wie knapp. Das war aber knappe Willenskraft, ey. You feel the biomechanical brain of the console process your command. And yield to it. A shiver runs across your mind. You feel sated. Alter, ist das abgefahren, ey. Zum Glück habe ich vorher noch den Schleim dahin gekippt. Sie hat auch so einen Wurm im Kopf. Habt ihr das gerade gespürt? Wir waren im Geist des anderen. Ja, Mann. Also gut, gehen wir. Nee. Was hast du denn für einen Würfel versteckt? Was war denn Ditte? Finally. Let us make for the helm. We've wasted enough time already. Ja, komm, let's go, ey. Lead on. Okay. So, wir haben zum Glück noch alle Leben. Das heißt, wir heben uns das da auf. Und können einfach mal so weitergehen jetzt. In den nächsten Raum. Nochmal was zum Heilen. Sehr gut. Hey. Was ist denn da los, ey? Und rein da. Oh, Alter, wer ist er?
OMG, er frisst einfach sein Brain. Alter, was passiert hier? Ich bin komplett überfordert, Alter. Was hier abgeht, was hier die ganze Zeit einfach abgeht. Komm, Schuss. Zack. Instant Kill. Next. Der greift den an. Kann er nochmal? Ne, kann er nicht. Next. Oh, was hat sie denn hier? Sie hat ja richtig die Spells. Glaubensschild und weiß der Geier was. Heilige Flamme. Ui. Rettungswurf gegen Heilige Flamme. Wie bist du drauf, ey? So. Du tankst mal schön. Zweite Reihe. Next. Siehste, Fehlschlag. Alter, was die können. So, was kann sie denn hier? Sie kann auch schießen, ne? Okay, damit ist er platt. Sehr gut. Jetzt geht's weiter. Und next. Prozentige Wahrscheinlichkeit, oder was? 4 Schaden. Ah, verdammt. Reicht leider nicht. Okay, wir müssen ein bisschen weiter rennen. Next. So weit vor, wie es geht. Und next. Und sie kann doch bestimmt noch irgendwas zaubern, oder? Lenkendes Geschoss. Alter, 17 Schaden einfach reingeprügelt, ey. Sehr gut. Okay, weiter geht's. Uff. Wir sind einfach nicht schnell genug, Ich meine, ich könnte jetzt natürlich irgendwie was machen. Aber ich weiß nicht, ob ich einem davon helfen soll. Eigentlich sind mir beide zuwider, Okay, jetzt schnell weiterlaufen. Ich glaube, er macht ihn gleich fertig, ne? Er hat auch einfach 150 Life gehabt, der Dude, ey. Schön ein paar Sachen klauen, ey. Ausgezeichnet. Oh, hier kommt die nächste Gang. Rams. Jawohl, den ersten schon mal platt gemacht. So, schnell nach vorne. Kann sie noch was machen? Sie könnte noch schießen. 5 Damage, immerhin. Ein Lebenspunkt übrig geblieben. Dankeschön. Alter, die hauen sich aber auch links und rechts was an die Ohren, ey. So, wir können noch mal schießen.
Zack, okay, damit ist er platt. Und next. Und der kleine Krabbler ist wieder dran. Warte mal, was kann er denn noch machen? Rückzug, Spurt. Alter, wie er richtig abkrabbelt, ey. Und auch sofort auf die Backen kriegt, ne? Aber das ist natürlich jetzt praktisch, denn er steht ja mit dem Rücken zu uns. Und wir können hier vielleicht noch mal draufballern. Feuerpfeil. Ignis! Oh, jawolski, ey. Jawohl, auch platt. Okay, nichts drin. Next. Alter, er haut ihm richtig ein vor den Latz. Hätten wir einfach auf ihn ballern können. Auf den Großen. Oh. Sie kann es nicht, okay. Ja, Pech, Alden. Jetzt haut er ihn kaputt. Erstmal alles looten hier. Loot hat immer Prio, ey. So. Oh ne, wer kommt jetzt an, ey? Jetzt kommen noch zwei Dudes von denen. Okay, das kleine Viech geht hier hinten hin zurück als Abwehr. Sie gehen weiter nach vorne. Ja, was soll ich denn da jetzt zusammendrücken? Mahlzeit. Alter. Alter, was ist mit den anderen? Abgefahren, ey. OMG. Und jetzt stürzt das Ding erstmal ab. Alter, wie das aussieht. Alter. Okay, da sind wir noch. What? Alter, abgefahren. Das alles
war jetzt erstmal nur Intro. Das alles war jetzt erstmal nur Intro. Ich glaube, bei den Kampfszenen und ähnliches konnte man schon ungefähr erahnen, in welche Richtung es geht. Ich brauche ein Heilmittel, alles klar. Aber ansonsten, ja, geht es ab jetzt quasi richtig los. Und wenn du Bock hast, geht's beim nächsten Mal weiter. Also, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Und dann geht's beim nächsten Video weiter hier an dieser Stelle. Ich bin mega gespannt, was uns hier noch alles erwartet. Bis dahin.